So, herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Skyrim hier bei mir auf dem Kanal mit der mir und der Julia im Together-Modus und aktuell habe ich gerade ein bisschen Zeug verkauft. Ich weiß nicht, ob du da was verkaufen kannst bei dem Typ. Hab nix. Hast nix, okay. Wie, hast nix? Hab nichts zu verkaufen. Momentan, nichts Akutes. Wo ist denn das Dämmergrab? Das weiß ich auch nicht genau. Ach ja, hab's. Links von Falkenring. Ich hab das schon mal gelesen, irgendwo. Ein bisschen mich wieder herbeiruft. Niemals wird das sein, niemals. So, wir rüsten uns mal den Bogen, weil ich hab mal Angst. Jetzt. Der ist richtig krass, der Bogen, der Nachtigall. 42 Schaden. Ich glaub, das ist viel. Das weg. Weg. Okay. Nochmal ganz kurz die Magie gucken. Schwert beschwören brauche ich nicht. Der ätrisches Schwert brauche ich. Das behalte ich. Drachenform, Eisform, Flamme weg. Frostbiss weg. Das brauche ich jetzt auch nicht. Heilende Hände brauche ich auch nicht. Hellsehen brauche ich im Moment auch nicht. Katzenschein brauche ich ab und zu mal. Das brauche ich auch nicht. Umwandeln brauche ich im Moment auch nicht. Geister beschwören brauche ich im Moment auch nicht. Und das brauche ich auch nicht. Ich will nur kurz ein bisschen mein Dings aufräumen. Genau, jetzt können wir nämlich einfach mal schneller wechseln. Gut, haben wir das gemacht. Wollte ich schon die ganze Zeit machen. So, die zwei können uns nicht helfen. Also gehen wir, würde ich sagen. So bald? Ihr Hä? Ich bin mir sicher, dass wir uns ich hab nichts zu verkaufen. Einig werden. Warum geht der nicht? Bis... Ich hab nochmal was mit ihm gemacht und dann soll es weg. Oh, du hast was mit ihm gemacht. Deswegen ist deswegen geht er nicht. Er ist jetzt fixiert auf dich. Was ist davon? Ja. Das ist mein Schwarzmarkt. Ohne den eigenen. So. Bronzewasserhöhle. Hier gibt es irgendwie einen Fisch. Nehme ich mal mit. So, bei einer Nähe von was hast du gesagt? Falkenring? Links, westlich von Falkenring, ja. Ah ja, es blinkt auch sehr schön. Dann gucken wir doch mal nach Falkenring, oder? Machen wir schon lange nicht mehr. Ja. Falkenring, weiß man, da ist doch auch irgendwo der Start für Elfweier. Stimmt, in der Kneipe, ne? Ah, guter alter Falkenring. Ja, das. Nee, das war das. Nee, das war nicht, dass das so angefangen haben. Falkenring nicht. Ist überhaupt noch Quests? Ich weiß gar nicht. Hallo? Bei Schorsgebeinen, ein hübsches Mannsbild in Falkenring. Ja, Mann. Sag ich dir. Bei Schorsgebeinen. Ein hübsches Mannsbild in Falkenring. Ah, zu mir hat sie gesagt, ihr werdet die Männer in Windeseile um den Finger wickeln. Ah, okay. Ja, aber nicht jetzt. Offscreen dann. Kannst du alles wickeln, was du willst. Auch Rouladen. So, wie kommen wir jetzt am dümmsten hin? Raus und dann in die andere Richtung raus. Muss man auf jeden Fall nicht in die Richtung, wo ich gucke. In Richtung Festung Bruchzahn. Und dann durch den Wald so ein bisschen. Die Richtung. Ich kann meine Markierung hier hin. Markierung hinsetzen. Da. So. Ah, die Richtung. Komm. Küm. Oder brauchst du noch was hier irgendwie? Ja. Oh, Katschit. War das bestimmt das Ding, Reiseding, ne? Nach Dingsbums. Warte mal. Nein. Wo bist du? Das sind andere Typen. Ich bin nur stehen geblieben. Ich hab nicht drauf gedrückt. Aber das sind die bestimmt, die dich dahin reisen. Mit denen kann ich nicht sprechen.
Hab bei denen keinen Trigger. Ich auch nicht. Du? Ich auch nicht. Nee, ich auch nicht. Doch, Trigger schon, aber die reden nicht. Weil es nur Deko. Mal gucken dann. Vielleicht muss man erst mit dem Typen in der Kneipe sprechen, bevor man dann. Ja, mit denen. Genau. Das ist ja auch eine komplette eigene Questlinie, ne? Einer der ersten Mods gewesen, irgendwie. Bei Old Rim damals. Das haben sie dann portiert, angeblich. Weil das stimmt, weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken, ob das überhaupt zusammen geht. Ja. Da gibt's im GitHub, also der Mod, gibt's so eine Liste mit Mods, die auf jeden Fall funktionieren und Mods, die vielleicht funktionieren und Mods, die manchmal funktionieren. So. Hier ist die Festung Bruchzahn. War ja hier Orks, glaube ich. Die habe ich aber auch noch nicht abgeschlossen bei mir. Müssen wir rechts vorbeilaufen, genau durch den Wald. War das hier, wo wir die... Oh. Ich weiß gar nicht, war das hier, wo wir die... wo wir den Chef kaputt gemacht haben, den Orks? Hm. Der Weg ist aber wieder, hier vorne ist der Weg. Du bist schon weg jetzt. Ich sehe den Weg nicht. Nehmt das. Ich hole es mir später wieder. Ich zahle gut. Verliert es nicht. Ah. Immer mit der Ruhe. Erklärt keine euch. Zeit zum Reden. Wenn ihr mich bestehlt oder betrügt, töte ich euch. Das meine ich ernst. Okay, Detlef Bierstedt. Er hat mir gerade seinen Bogen der Funken gegeben. Habt ihr eben jemanden vorbeilaufen sehen? Lügen? Nein, ich habe niemanden gesehen. Ja, der ist da entlang. Ich nehme an, dies gehört euch. Nee, ich habe niemanden gesehen. Solltet ihr ihn sehen, dann greift ihn euch und ruft mich. Der Bastard okay. hat mich bestohlen. Na klar. Das ist ja ein geiler Event. Wir sind verloren. Rückzug! Bei mir bekämpfen die sich gerade. Hm? Naja. Habt ihr jetzt? Lass ihn machen. Ja. Nee. Bei mir ist er gleich tot. Tot. Nee. Ich reiße euch das Herz raus. Naja, egal. Bogen der Funken auf jeden Fall. Wenn er irgendwann auf uns zukommt. Aber wie der reagieren soll zu solchen Situationen. Ist total geil. Ja, das ist richtig. Ich hatte das schon mal beim Haus, beim hier Goldruten da Haus. Da kam da schon mal derselbe Typ. Habe ich den damals aber umgebracht, weil er geklaut hat. Dämmergrab. Jo, hier ist die Markierung drauf. Na dann. Bringen wir mal den Skelettschlüssel weg. Das kann doch nichts Gutes sein. Sprich mit dem Nachtigallwächt. Ah, hast du auch was? Oder steht er schon? Ist er da? Ja. Mhm. Ey, Nachtigallwächter. Ich erkenne euch nicht, aber ich spüre, dass ihr zu uns gehört. Wer seid ihr? Ja, ich kenne euch. Ich bin Gertrud, die Weise. Selbe Frage könnt ihr euch ausstellen? Der Nachtigallwächter. Ich verteidige die Grabstätte schon seit einer gefühlten Ewigkeit. Ach so. Und das ganz allein. Oh. Okay. Der letzte? Was ist mit den anderen passiert? Wir wurden von einem der unseren verraten. Tatsächlich trage ich die Schuld für das, was hier geschehen ist. Ui. Wieso tragt ihr denn die Schuld? Verblendet. Verblendet von dunkelster Heimtücke, die sich als Freundschaft ausgab. Wäre ich wachsamer gewesen, hätte Mercer Frey mich nicht in mein Verhängnis locken und den Skelettschlüssel stehlen können. Okay, warte mal. Ihr seid Gallus. Ich habe diesen Namen schon lange nicht mehr gehört. Woher kennt ihr mich? Ich habe den Schlüssel. Schlüssel? Ihr habt den Skelettschlüssel?
Ich dachte, ich würde ihn nie wiedersehen. Und Mercer frei? Der ist tot. Dann ist es vorüber. Und mein Tod war nicht umsonst. Ja. Ich schulde euch viel, Nachtigall. Das habe ich für Noctural getan. Das habe ich für die Gilde getan. Ich würde eigentlich nur reich werden. Das habe ich für die Gilde getan. Gilde eine große Hilfe. Und auch wenn sie es nicht zeigen mag, bin ich mir sicher, dass sie eure Opfer zu schätzen weiß. Ich bedauere nur, dass ihr diese Aufgabe allein bewältigen musstet. Ja, Kalia hat mir geholfen. Kalia? Sie lebt noch. Ja. Ich fürchte, sie hat dasselbe Schicksal ereilt. Sie fiel Mercers Verrat zum Opfer. Ja. Dann nehmt den Schlüssel und bringt alles wieder in Ordnung. Nichts würde mich stolzer machen, als den Schlüssel zurückzubringen. Aber das ist leider nicht möglich. Na ja, klar. Seit dem Augenblick meiner Ankunft hier spürte ich, dass ich sterbe. Wie kann ein Geist sterben? Die Grabstätte ist nicht nur ein Tempel oder Gewölbe, in dem der Schlüssel aufbewahrt wird. Sie beherbergt den Schattensee, die Schwelle zu Nocturnals Reich des ewigen Zwielichts. Als Mercer den Schlüssel stahl, wurde der Schattensee versiegelt und unsere Verbindung zu ihr extrem geschwächt. Okay, oh, was soll wir da machen, Alter? Krass. Dann werde ich mich allein weitermachen müssen. Meine Kräfte schwinden und ich spüre, wie ich davongleite. Die Jahre ohne eine Wiederherstellung meiner Kraft haben ihren Tribut gefordert. Der Schaden, der bereits angerichtet wurde, kann nur behoben werden, indem er dem Pilgerpfad zum Schattensee folgt und den Schlüssel ersetzt. Na gut. Was stimmt mit den anderen Pilgerwächtern nicht? Könnt ihr nicht einfach einen Schlüssel nehmen? Welchen Einfluss hat der Schattensee auf uns? Fangen wir oben an. Was stimmt mit den anderen Wächtern nicht? Die Schließung des Schattensees und die plötzliche Trennung vom Reich des ewigen Zwielichts hat sie drastisch verändert. Oh, was? Sie sind nur noch Schatten dessen, was sie einst waren. Sie erinnern sich weder an ihre eigentlichen Ziele, noch ihre einstige Identität. Es war Schämen. Warum seid ihr nicht wie sie? Mein Geist hat sich nicht sofort in der Grabstätte manifestiert. Also war ich nicht anwesend, als der Schattensee versiegelt wurde. Seit diesem Tag spüre ich jedoch, wie meine Kraft schwindet. Wie sie mir langsam entgleitet. Hast ja Glück gehabt. Könnt ihr nicht einfach den Schlüssel nehmen? Was auch immer die Nachtigallwächter beeinflusst, es wirkt nun auch auf mich. Alles klar. Je näher ich dem Schattensee komme, desto stärker entgleitet mir mein Selbst. Ah, okay. Sogar in diesem Augenblick fühle ich mich merkwürdig, wo ich doch eigentlich gar nichts fühlen sollte. Können wir den zurückholen? Okay. Welchen Einfluss hat er? Okay. Was wird mir auf dem Pilgerpfad begegnen? Ich wünschte, ich könnte euch helfen. Aber ich bin seit dem letzten Vierteljahrhundert in dieser Kammer gefangen. Die einzige Hilfe, die ich gefunden habe, sind die Überreste eines armen Burschen, der in eure Fußstapfen treten wollte. Vielleicht hilft euch ja sein Tagebuch weiter. Oh, geil. Optional. Bringe Nelstroms Tagebuch in deinen Besitz. Geil. Hätte ich es gar nicht gekriegt, wenn ich jetzt nicht jetzt alles abgefragt hätte hier. Welchen Einfluss hat denn der Schattensee auf uns? Der Schattensee ist eine Verbindung, über die Nocturnal unsere Welt beeinflusst. Nicht durch Magie oder göttlichen Segen. Sondern einfach durch Glück. Durch Glück? Glück ist bedeutungslos, was soll das? Ja, natürlich. Eure Fertigkeit habt ihr euch selbst erarbeitet. Lasst euch von niemandem etwas anderes erzählen. Genau. Aber Nocturnal beeinflusst unser Glück. Die fast unbemerkbare Hilfe, die wir erhalten, wenn wir unserem Gewerbe nachgehen. Wie kann ich die Dinge verändern? Noch einmal an die Gilde. In welchem Zustand sie war, als ihr kam. Denkt an all die kleinen Dinge, die ihr vielleicht gehört habt. Ein Dietrich, der brach, obwohl er nicht sollte. Wolken, die zur falschen Zeit vom Nachthimmel ziehen.
In Momenten wie diesen unterscheidet uns unser Glück von gewöhnlichen Banditen. Hm. Und nun, da Schattensee geschlossen ist, ist auch das Glück am Ende. Aha. Es gibt nur wenige, die Dr. Nahl noch immer die Glücksdame nennen. Die Glücksdame. Und das aus gutem Grund. Ja. Okay, da haben wir alles gefragt. Sehr gut. Danke, Nachtigall, ne, Gallus. Ich glück dir auch, Gallus. Deiner Top-Synchronstimme. Auf jetzt. Bist du da? Ja. Ich bin da. So, wir müssen noch das Tagebuch in Besitz bringen. Wo ist das? Das weiß ich nicht. Ich guck halt mal, ob die Rückkehr in die Finsternis ist auf jeden Fall schon optional markiert. Also optional bringen Nystroms Tagebuch in deinen Besitz. Muss irgendwo da sein, da drin in der Muchte. Also das hat keinen eigenen Questmarker? Nee. Ja, nee. Bitte. Doch, die Toten. Weiß ich nicht. Weiß nicht, so beeindruckend, der Typ. Welcher Typ? Na, der. Weißt? Eine Typin. Oh, ich krieg Pfeile ab. Hm. Ja. Hm, Geisterreste. Hm. Lecker. Resteplatte aus Geistern. Da. Oh. Man sieht die aber auch nicht. So, weiter. Eisentür. Hier liegt ein Bandit. Oh, ich krieg Damage. Oh, ich bin tot. Oh, ich auch. Ich bin tot. Aha. Hä? Was war denn das jetzt? Bin ich jetzt reingekullert? Himmelsrand? Oh. Nach oben geht's okay. Raus. Ach Gottchen. Aber gut, das ist ja nicht so weit. Ja. Hallo, Gallus. Guck ich wieder. Was? Aber warum? Woran wir jetzt gestorben sind, hab ich auch nicht mitgekriegt. Herzverfettung vielleicht? Ich weiß nicht. Okay. Oh. Ups. Die Königin der Druckplatten hat wieder zugeschlagen. Ja, ich muss doch meinem Ruf gerecht werden. Stimmt. Jetzt trau ich mich nicht da rein. Nee, ich auch nicht. Brauchst mal Licht. Stimmt wieder so eine böse Dunkelheit. Ach, das kann sein, nee, das ja. Das Licht ist es. Ach, nicht ins Licht gehen, oder was? Brennen. Ah, alles klar. Licht. Deswegen hast du auch so komisch geleuchtet eben. Ah, hier hoch. Kannst du hochgehen. Ach so, ja, das macht natürlich Sinn. Guck mal, da wo die Typen liegen, die liegen alle im Licht. Ja. Ja, macht Sinn. Komm mal da jetzt weiter. Erstmal machen wir den Stolperdraht ab. Dann warten wir, bis die Weide unten sich ausgefeilt haben. Dann schleichen wir weiter vorbei. Oh, sehr gut. Dass wir es rausgefunden haben. Jetzt gibt es hier nur Licht. Nee, keine hier Treppe. Lang. Ja, hinten lang. Bum-bum. Am Minder. Oh, Leintuch. Oh. 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 Das ist aber. Aua, 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 aua. Oh, Licht, Licht, aua, aua. Das sind keine Vampire, Mann. Halt böses Licht. Böses Licht. Ob es da weitergeht? Wohl.
Wo ist sie hier? Hier oben. Hier rechts, links, hinter, zurück. Oh, ich bin da unten. Oh nein. Bleib mal da, ich wollte immer zu dir. Ah, ich hab's nicht aufgepasst, ich habe im Licht gestanden, bestimmt. Da ist Licht. Das ist ja voll krank. So, hier ist eine Tür. Beschissen. Ja, hier tut's Licht nicht weh. Hier ist normales Licht. Normales Licht. Kein böses Licht. Okay. Liebeslicht. Nett. Liebeslicht. Rolle, Eisenbahn. Oh ja, ist nicht. Oh. Das ist eine Statue von Noctua. Ich glaube, hier kannst du zum Vampir werden, kann das sein? Nee, ne? Das hat irgendwas mit denen zu tun, bestimmt auf jeden Fall. Ich glaube nicht. Seelenstein. Gollum. Ich finde das lustig, dass die immer Prinzen heißen, aber die meisten von diesen Viechern weibliche Körper haben. Wer? Oder viele halt. Von diesen dätrischen Prinzen halt. Meridia so. Und Azura und wie sie alle heißen. So, vielleicht sind die. Ach so. Haben die keinen wirklichen. Kein Geschlecht. Was war das? Tja. Heimlich, hier ist eine Tür. Doch, hier ist eine Tür. Hier ist eine Tür. Ja, aber die ist nicht aufgegangen. Nee. Hier ist noch eine Kette, oder? Jetzt geht's auf. Ja. Weil vorher war die Tür nicht da. In der ersten Kette hast du ein Stückchen aufgemacht. Die. Echt? Die habe ich aber vorher schon gesehen. Deswegen habe ich nicht dran gezogen. Komisch. Und. Das ist eine Druckplatte da vor dir. Das war jetzt aber nicht ich. Warte mal, lass mir durchlaufen. Wuhu, ganz ohne Druckplatten. Boah, das war ja gemein. Links geht's lang, ja. Ja, aber da ist auch eine Tür. Oh, ich bin reingegangen. Da mal gerade Allerheiligstes. Ja, Allerheiligstes. Wollen wir nicht erstmal kurz hier durch gucken? Ja, also ich komm zurück. Ja. Da geht noch ein Gang lang. Ich verbringe meine Zeit nur noch in Höhlen hier. Jetzt wir bei Forest auch jetzt an, nur in der Höhle. Jetzt hier auch wieder nur in der Höhle. Oh, da ist einer. Oh, noch einer. Genau, der endlose Schlaf bekommt euch alle. Oh, Scheiße, was ist denn das hier, sag mal? Was denn? Ich weiß nicht, ich bin unser. Du bist ja auch hier, ja. Die Methalle von denen oder was? Keine Ahnung, da war nichts ordentliches. Da bin ich auch so krank. Tödliches Gift, Pfeile, oh Scheiße. Ich weiß auch nicht, warum ich immer alle Gifte mitnehme, ich benutze die eh nie. Kaufen. Total sinnlos. Ich nehme die auch nie. Hab ich mich auch noch nie so richtig mit befasst, wie man die einsetzen kann. Muss ja, glaube ich, irgendwie Waffen mit. Oder ich weiß. Bestreichen, nicht. Ja. Pfeile vielleicht. Weiß nicht, keine Ahnung. Vielleicht kannst du den jetzt mal zuwerfen und er trinkst dann. Ja, nimm das. Nimm. Hier, halt mal. Ja, ist das, kein. Das sieht aber gut aus, das probiere ich mal. Ja. Schloss. Gut. Oh, Schlossknack verbessert. Geil. So, da war's das hier. Hier ist nichts weiter. Ich dachte. Gibt's noch fetten Loot, aber scheinbar nicht.
nur Blut. Kommst. Dann, auf durch das Allerheiligste. Wo bist du? Du bist gerade an mir vorbeigerannt. Echt was? So. Gespannt, okay, was wir jetzt schon wieder kämpfen müssen. Wo wir ja eigentlich was zurückbringen. Also ich weiß nicht, warum wir jetzt überhaupt kämpfen müssen. Da gibt keinen Sinn für mich. Naja, der hat doch, glaube ich, irgendwas erzählt, dass diese anderen Wächter sich vergessen haben oder keine Ahnung. Ich habe ja nur die ja. Wächter mitgekriegt. Die ja, wenn überhaupt. Quasi, dass wir was Gutes wollen. Und das ist nicht gut. Und? Aua. Glaubst du doch? Nö, aber hier gibt's nichts. Jetzt bin ich hier. Für immer. Okay. Hey, Julia wohnt jetzt hier. Ich wohne jetzt hier. Scheiße. Ich teleportiere mich mal zu dir. Ja. Ist ja gut, ich wurde gerade nachgesprungen. Gut, dass ich dich gemacht habe. Oh. Was ist denn jetzt? Jetzt habe ich plötzlich einen Schlüssel in der Hand. Und echt? Bin weiter. Jetzt ist irgendwas passiert. Ja. Spring mal doch runter. Okay. Keine Ahnung. Der Schlüssel hat mich jetzt irgendwie. Bin jetzt durch die Wand gefallen. Jetzt stehst du über mir in der Luft. Der Boden ist dann plötzlich weg gewesen. Der Boden ist Lava. Ist lustig. Du ja. Schwebst über mir in der Luft jetzt. Ich weiß aber auch nicht, wie das passiert ist. Ich habe F2 gedrückt und plötzlich hat es. Jetzt macht's. Ach, mach jetzt? Das bei dir auch. Ja, ja, das macht bei mir auch. Aber ich sehe es leider nicht, weil es so dunkel ist. Wow! Abgeschlossen. Hallo. Ich bringe den Skelettschlüssel zurück. Zum Schattensee. Bist du da? Ja. Ich bin hier, ja. Und dann? Also, durch die Türen kommen wir schon mal. Oh. Okay, dann. Lida, was haben wir denn hier? Es sind tu mir nix. Jahre vergangen, seit ich auch Kalia ist auch Welt wieder gesetzt da. Habe. Oder vielleicht auch nur einige Augenblicke. Man verliert so leicht den Überblick. Also wurde der Schlüssel ein weiteres Mal gestohlen. Und ein Champion bringt ihn zur Grabstätte zurück. Nun, da der Schattensee wiederhergestellt wurde, steht ihr vor mir und hofft auf ein Lob. Ein das stimmt. Tätschen eures Kopfes. Ja, bitte. Einen Kuss auf eure Wange. Oh ja, bitte. Ihr versteht nicht, dass eure Handlungen erwartet wurden und nichts anderes als die Erfüllung eures Vertrages sind. Oh, Menno. Missversteht meinen Tonfall nicht als Unmut, denn ihr habt schließlich gehorsam eure Pflichten bis ins Kleinste erfüllt. Doch wir wissen beide, dass dies nur wenig mit Ehre und Schwüren und Treue zu tun hat. Es geht nur um die Belohnung. Den Preis. Fürchtet euch nicht. Ihr sollt euren Tand schon bekommen. Eure Gier nach Macht. Euren Hunger nach Reichtum. Ich befehle euch, einen tiefen Schluck aus dem Schattensee zu trinken. Denn hier wird der Agent von Nocturnal geboren. Der Eid ist geschworen. Die Würfel sind gefallen. Und euch erwartet euer Schicksal im ewigen Zwielicht. Ich hätte gern das Kleid, was die anderen. Nur, das ist echt cool, ne? Achtet darauf, dass das gibt's bestimmt auch. Abgeschlossen. Das höre dir noch, dass er Sorgen hat. Sprich mit Kalia, nee. Muss man noch machen. Scheiße. Siehst du? Ja, optional. Fuck! So, ich muss einen Schluck aus dem. Wo ist denn die? Ach, da ist die Tante. Wo bist du? Wo bist du? Hier? Ach, da. Ich stehe hier. Warte, ich muss mal Lichtchen anmachen. Ich kann gerade gar nichts machen. Sehr gut. Ich bin froh, dass ihr den Schlüssel wohlbehalten zurückbringen konntet. Ja.
Nocturnal schien mit unseren Bemühungen recht zufrieden zu sein. Zufrieden? Sie klang eher gleichgültig. Das würde ich mir nicht zu Herzen nehmen. Das ist eben ihre Art. Stellt sie euch als scheltende Mutter vor, die euch immer weiter antreibt, damit ihr erfolgreich seid. Nach außen klingt sie zornig, doch insgeheim ist sie zufrieden. Ach so. Ich kann euch versichern, wenn sie unzufrieden mit euch gewesen wäre, dann würden wir diese Unterhaltung nicht führen. Okay, was ist denn ein Agent von Noctua? Die Kreise am Grund des Schattensees verleihen euch Kräfte, die zu einem Nachtigall-Agenten passen. Der Sichelmond steht für den Agenten der Tarnung, der Halbmond für den Agenten der Täuschung und der Vollmond für den Agenten der Zwietracht. Aha. Warum kann ich nicht einfach alle drei sein? Dies ist Nocturnals Art, das Gleichgewicht aufrecht zu erhalten. Aha. Wenn ihr je eure Fähigkeiten ändern wollt, könnt ihr zur Grabstätte zurückkehren und auf einen anderen Kreis treten. Ach so. Seid gewarnt. Wenn ihr eure Wahl einmal getroffen habt, könnt ihr sie frühestens nach einem Tag ändern. Na klar. Und nun? Nun beginnt euer Leben als Nachtigall. Wenn es nötig wird, werdet ihr an die Grabstätte gerufen werden, um sie zu verteidigen. Und ihr? Die Gilde hat mich mit offenen Armen wieder aufgenommen. Es ist, als wäre eine Lücke in meinem Leben endlich wieder geschlossen worden. Okay. Ich hoffe nur, dass dies kein Ende ist, sondern ein Anfang. Ein Amulett von Mara. Der Anfang wovon? Nun vielleicht der Anfang des größten Raubzuges, den Himmelsrand je gesehen hat. Überall gibt es Taschen, die vor Münzen überlaufen und Truhen voller Schätze, die nur darauf warten, dass man sie ausräumt. Auch wenn wir Nachtigallen sind, sind wir im Herzen immer noch Diebe und verdammt gut darin, was wir tun. Ich nicht. Ich bin kein Dieb im Herzen. Das ist alles Julia. Erzählt mir mehr über die Nachtigall. Das kann man ja alles schon hier. Erzählt mir mehr jetzt über Agenten. Das kann man doch alles. Wählt euren Weg, dann wird eure Reise beendet sein. Ach, juhu, endlich. Abgeschlossen. Die Rückkehr der Finsternis. Oder gab es sogar ein Archivment? Ah. Nach dem wollte ich noch suchen. Ich hatte Angst, ich würde euch niemals wiedersehen. Ich hatte Angst, ihr würdet werden wie die anderen. Ohne das Eingreifen dieser Nachtigall hätten sich eure Ängste bewahrheitet. Er ehrt uns alle. Was werdet ihr nun tun, mein Liebling? Nocturnal ruft mich ins ewige Zwielicht. Mein Auftrag wurde erfüllt. Werde ich euch je wiedersehen? Wenn eure Schuld bei Nocturnal beglichen ist, werden wir uns wiedersehen. Lebt wohl, Gallus. Haltet die Augen offen. Wandelt mit den Schatten. Lebt wohl, Kalia. Doch, ich dachte, wir können wieder zurückholen ins Leben. Wie funktioniert das nun hier mit den... Muss ich draufstellen, hieß es. Oh, scheinbar habe ich schon eins genommen. Bei mir steht, du musst einen ganzen Tag warten, um deinen Status als Nachtigall-Agent zu ändern. Ja. Bei mir auch. Status-Effekte. Azadils Rache. Ich finde nichts. Ne, ich auch nicht. Komisch. Da muss ja nochmal jeder einzeln her. Portal to Entrance. Portal to Entrance. Offensichtlich habe ich hier das genommen, was auch immer das ist. Achso, aber da, die hat ja, warte mal, die hat verschiedene gesagt. Ach, warte mal. Ja, Nachtigall, was gibt es? Erzähl mir was über Agenten. Oh, achso, jetzt hat die noch mehr zu sagen. Wo ist Gallus hin?
Gallus Eid ist erfüllt worden. Durch seine Handlungen ist er den Bedingungen nachgekommen. Jetzt wird sein Geist eins mit dem ewigen Zwielicht, dem Reich der fortwährenden Dämmerung und der Wiege der Schatten. Ach so. Also ist er tot. Nein, nicht fort. Er ist eins mit den Schatten geworden. Hä? Das ist die größte Ehre, die einer Nachtigall zuteil werden kann. Im Tod ist er ein Teil dessen geworden, was wir leben. Ein Teil der Dunkelheit, die uns umgibt? Oh ja, wenn wir wandelt im Schatten oder wandelt mit den Schatten sagen, bitten wir die dahingeschiedenen Nachtigallen, uns zu beschützen. Ach so. Wir glauben, dass sie unser sprichwörtliches Glück bewirken, indem sie ihre Hand... Darum muss der Schattensee wieder geöffnet werden. Ohne ihn kann Nocturnal sie nicht passieren lassen. Ah, okay. Woher weiß ich, dass ich hier gebraucht werde? Wo werdet ihr jetzt sein? Woher weiß ich, dass ich hier gebraucht werde? Wenn ihr wieder in Gefahr gerät, werden die Schatten euch rufen. Okay. Bei Bedarf verbindet ein Portal die Grabstätte mit der Nachtigallhalle. Das könnt ihr nutzen, wann immer ihr möchtet. Ah, Skirt. Können da zur Nachtigallhalle reisen. Wo immer die ist. Ja. Wo geht ihr jetzt hin? Ich habe beschlossen, mich in der Nachtigallhalle niederzulassen. Da sie auch euer Zuhause ist, hoffe ich, euch und Brynjolf dort zu sehen. Okay. Natürlich besuche ich vielleicht hin und wieder einige Städte in Himmelsrand, um Dinge zu besorgen. Wer rastet, der rostet schließlich. Ja. Nicht wahr? Das Geklaue immer hier. Okay. Aber er kann mir nichts über Agenten sagen. Lebt danke. Wohl. Haltet die Augen offen und wandelt mit den Schatten. Vielleicht müssen wir durch das Portal durchgehen, wo wir es haben wollen. Weißt du, weil jedes Einzel eins hat. Guck mal hier. Ich habe ja scheinbar schon eins genommen, weil wenn ich auf dem Kreis hier stehe, passiert nichts. Aber wenn ich auf einem von den anderen stehe, dann steht da, dass ich einen Tag warten muss. Steht dann links oben bei mir. Aber ich weiß nicht, wie ich das wahrscheinlich bei mir bin über eins drüber gelaufen und dann hatte ich das. Aber ich weiß halt nicht, was es ist. Bei mir steht das bei jedem da, Julia. Bei mir nicht. Bei mir steht es bei dem hier. Nee, bei allen. Egal, wo ich drüber gehe. Das wird, glaube ich, immer angezeigt. Hier steht's nicht. Hier steht's nicht. Bei dem anderen stand's da. Keine Ahnung. Aber welches ist welches? Das würde mich mal interessieren. Ach, keine Ahnung. Das steht überall da. Das ist, glaube ich, nur, wenn du drüber gehst. Aber welches ist welches? Das ist die Frage. Das hier ist halb hell, halb dunkel. Das hier ist fast ganz dunkel. Und das hier ist komplett hell. Aber ich habe leider vergessen, was die Dinger waren. Ja, okay, super. Ich jetzt einfach hier durch. Hell klingt gut. Ja, mach ich mit. Kommen wir nochmal her. Keine Ahnung. Aber wir können jetzt immer hier durchgehen. Aha, sehr gut. Ach, jetzt sind wir in der Nachtigallhalle oder was? Rainbow? Nee, immer noch im Dämmergrab. Ach, keine Ahnung. Ja, Dämmergrab. Ich geh nochmal zurück, vielleicht geht es jetzt. Du kriegst ja auch kein E, oder du würdest ein E kriegen, oder? Wenn das sowas da wäre. Achso, erstmal einen Schluck trinken aus dem Ding. Hat's ja gesagt. Oh nee, das geht nicht. Und die bringen dich alle hier hin. Alle Portale. Hm. Ja, da stimmt scheinbar irgendwas nicht. Aber ist denn die Quest abgeschlossen? Wenn ja, dann ist es mir jetzt eigentlich auch erstmal egal. Ja, ist abgeschlossen. Ja, gut, dann ist mir egal. Dann müssen wir mal gucken. Dann müssen wir vielleicht mal einzeln im Singleplayer wieder her. Aber wie es weitergeht, das sehen wir leider aus in Sofengarde oder in der nächsten Folge, je nachdem.